Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit Returning 2.0. So, wir haben ja in der letzten Folge hier das vor der Paladine aufgesucht. So, und wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass hier dieses Vor dasselbe Vor ist, dasselbe Ding ist wie am Ende von Xeres Rückkehr. So. Und hier hinten war das aber nicht so grün, da war das eher so eine Einöde, wie das Mintal hier im Original hier. So. Goblinbergen. So. Und da sind wir hier hinten, sind wir rausgekommen, als wir uns hierher teleportiert haben bei Xeres Rückkehr. Sind hier hochgegangen und da war halt die, also hier hinten war der Teleporterstein. So, schade, dass hier an der Stelle keiner ist. So. Und ich will jetzt rausfinden, ob das nicht nur dieselbe Burg ist oder ob wir hier, ob das wirklich die komplette selbe Insel ist. So. So, da liegt ein toter Scavenger. So. Ja, ich glaube, dieses Ding da drüben hier, das, dieser Felsen da drüben, den gab es doch auch bei Xeres. So. So, am Anfang hatte ich vor den Scavengern echt Schiss hier, das weiß ich noch. So, aber gerade vor den alten Scavengern, die waren ja dann auch noch eine Spur stärker. Das ist Feuerkraut. So. Aber hier auf dem Plateau finden wir jetzt erstmal nichts mehr. So. Ja, ich denke, das sieht zumindest von hier oben sieht es erstmal so aus, als ob das die komplette Insel wäre, die ja gleich ist. Könnt ihr mal, wenn das jemand weiß, ich würde gerne, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich würde gerne mal wissen, wer zuerst da war. Oder wo ist diese Insel, diese Dings noch gibt. Man müsste wirklich mal eine Liste machen hier. Welche Gebiete, Mod-Gebiete in mehreren Mods vorkommen. Also haben wir in Xeres Rückkehr zwar praktisch zwei Gebiete aus anderen Mods. Genau, hier ging es glaube ich auch runter in der. Dann ging es hier hinten rum. So, von hier sind wir ja gekommen. Ja. So. Aber ich glaube, den Felsen gab es nicht, oder? Hier drüben. Da, das Ding. Mindestens das Ding haben die hier, das Ding hier wurde dazu gebaut. Weil bei Xeres Rückkehr hatten wir ja das Ding nicht. Da haben die noch ja das Ding dran gebaut. So. Aber außer diesen Felsen, die hier noch mit zusätzlich dran gestellt haben, als im Weg nach Korinnes, müsste das Ding eigentlich das gleiche sein. Dann würde ich mal ein Vergleichsvideo machen hier. Xeres Rückkehr und die Rückkehr. Da waren auch diese Silbertrolle waren da noch. So, wo gehen wir jetzt hin? Das hatte ich damals mir schon überlegt. Wir gehen erstmal hier hinter der Burg runter. Ich überlege gerade, ob das auch bei Odyssey. Bei Odyssey war das Ding hier nicht zu finden. Das war nur bei Xeres. So, erstmal speichern die ganze Angelegenheit hier. So, 6, 7 und E2. Jo. Ja, dagegen sieht selbst ein Varan ja alt und gammelig aus gegen den Zauber. Ja. Erstmal Insel plündern.
Jo, was ist hier noch mehr? Einer lebt noch. So. Ob wir mit dem heiligen Pfeil mit dem Pfeil nur dreimal drauf schießen oder gleich das Ding hier nehmen. Alter, wer wohnt denn hier? Ist das Fingers? Das ist Fingers, habe ich doch richtig erkannt. Die sollten wir doch finden, oder? Sollten wir den hier finden oder war das in einer anderen Mod? Ich glaube, das war hier. Halt, Fingers, mein Freund, erstmal hier. Jetzt ist die Heilung. Da sieht mal einer an, wenn wir da gefunden haben. Sag mal, das mache ich mal hier oben mit hin. Hey, so. Du. Schön, dich zu sehen. Wer bist du? Warte mal, ich glaube, ich kenne dich. Ja, du bist der Typ, dem ich im alten Lager das Klauen beigebracht habe. Fingers, ich dachte, du bist tot. Als die Barriere zusammenbrach, bin ich mit dem Boot aufs Meer hinaus gesegelt. Ich kam in einen Sturm und bin dann hier gestrandet. Bitte erzähl mir genau, was geschah. Erstmal, schön einen alten Bekannten aus der Kolonie hier zu treffen. Also, als die Barriere zusammenbrach, stürmten die Häftlinge aus der verdammten Kolonie. Die meisten schlossen sich Riven an. Er wollte in den nordwestlichen Teil der Insel. Riven. Warum bist du nicht mit ihm gegangen? Ich konnte ihn noch nie leiden. Außerdem wollte ich nicht nur die Kolonie verlassen, sondern die ganze Insel. An der Ostküste hatte ich dafür schon lange ein Boot versteckt. Was hast du dann gemacht? Wie was gemacht? Ich bin dann los, gesegelt. Ein starker Sturm kam auf und von da an weiß ich nichts mehr. Dann bin ich hier aufgewacht. Weißt du überhaupt, wo du jetzt bist? Zuerst wusste ich es nicht, bis ich dann die Paladine ankommen sah. Deshalb bin ich am Strand geblieben. Wie geht es dir hier? Besser als in der Kolonie. Die Orks belagern Korinnes. Das überrascht mich nicht, aber hier werden sie bestimmt nicht auftauchen. Ich denke, hier bin ich vor den Orks sicher. Was willst du jetzt machen? Auf eine Gelegenheit warten, um hier wegzukommen. Geh doch zum Fort. Machst du Witze, ich bin ein gesuchter Verbrecher. Und bei der ersten Gelegenheit werden sie mich hängen. Nein, Kumpel, ich bleibe hier. Was hat er wohl für ein Verbrechen begangen? Ich tippe auf Mord. So. Haben wir Fingers hier getroffen? Auch nicht schlecht. Hatten wir das jetzt hier? Wo ist Fingers? Kasia möchte gerne wissen, was ich habe Fingers. Ja, vor Asgard getroffen. Das wird Kasia freuen. Kasia, die Schwester, die Zwillingsschwester von Velaya. Da können wir doch keinen Wunsch abschlagen. So, hier bin ich runtergekommen gerade, genau. Ja, wie gesagt, das hier geradeaus. Da oben, das Ding war nicht da. So, jetzt ist mein Mana auch wieder voll. Ein Lurker ist gestorben. Und mein Name wird dabei erwähnt. Schildi! Diese ablenkenden Viecher, die mache ich alle weg. Egal, ob es Hasen, Kröten, Fleischwanzen oder Hamster sind. Ja. Wahrscheinlich wurde das, soll wohl das Boot von Fingers darstellen. Guck mal. Ich habe gerade einen Lurker umgebracht, ein friedliebendes Tier, was mir nichts getan hat. So. Ist gemein, ich weiß. So. Nur um ihnen diesen Fisch zu klauen. Aber hier oben ist immer noch ein Ruhe. Nee, hier oben ist noch einer. Jemand hat da unten deine ganze Familie ausgerottet. Ich kann dich unmöglich damit zurücklassen. So, Schildi, du kriegst eins auf die Mütze. Jo.
die. Moment mal, hatte der hier irgendwas Besonderes? Nö. Oder habe ich jetzt irgendwas eingesammelt, was Besonderes und weiß es nicht? Ich habe es nicht mitgekriegt. Würde mich auch nicht wundern. Das habe ich manchmal. So, was ist da drüben in dem Flugzeug drin? Was ist hier rum? So, wo lebt hier noch einer? Der lebt tatsächlich noch. Was bildet der sich eigentlich ein? Na? Alter, das ist nicht dein Ernst. Ein Magier einstecken und dann sowas. Oh, machen wir den hier. Jo. Brauch keine Tränke. So, den fetter Magier. Ja, was mir das gebracht hat gerade eben, das haben wir gesehen. Scheiße. Ui. Freunde, da sind Freunde. Der reicht natürlich wieder nicht bis darüber, oder? Natürlich ist doof. Ganz plötzlich. Irgendwie kommt mir da ganz plötzlich ein Alligator in den Sinn. Und jagt ihn da. Wenn ich das hier so sehe. Das Problem, den Alligator. Grundstöckel. Jo, Grundstöckel. Das haben wir hier gewollt. Okay. Aber ich glaube, den Alligator, wenn wir den holen, in Jakanda, den werden wir einfrieren müssen. Weil der läuft ziemlich schnell ins Wasser dann. Und im Wasser, wie gesagt, hat er nur Fullpower, da kriege ich den nicht. Es sei denn, ich mache den hier One-Hit. Das könnte klappen, aber mit meinem Zauber glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Ui, hier will mich eine Schildkröte angreifen. Du wolltest mich angreifen. Du blöde Kuh, du spinnst ja wohl. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Kennt noch jemand die Hero Turtles? Beziehungsweise Ninja Turtles. Hero Turtles hieß es ja nur bei uns. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Warum die hier nicht Ninja Turtles heißen, so durften, weiß auch kein Mensch. Irgendwie wegen Jugendschutz wahrscheinlich, keine Ahnung. Was eigentlich auch Käse ist. Das ist witzig hier, gerade Sender und TV-Sender, Videospielindustrie, alles. Die legen manchmal so einen Wert auf diesen verdammten Jugendschutz. So. Ich meine, das ist ja nicht schlecht mit dem Jugendschutz, das ist ja nichts Schlechtes. Aber der wird so falsch angewendet, dass das... Ah, können die schreien. Ich sag nur hier die Sache bei mit den The Witcher Streams. Da hatte ich jetzt schon mal mit dem Kollegen drüber gesprochen, der auch gerade The Witcher streamt. Wegen den ganzen Nacktszenen da drin. Da hatte ich ja noch zusätzlich auf YouTube Bit gestreamt. Nicht nur allein auf Twitch. Und YouTube waren die ersten, die da den Stream angehalten haben, weil dort der Geralt gerade jetzt mit einer Frau zugange war. Und 2 Minuten sieht man, später sieht man, wie Geralt wieder Menschen zerhackt. Das ist in Ordnung, dass man das den Kindern zeigt. Menschen zerhacken ist in Ordnung, aber nackte Frauen, absolutes No-Go. So. Also, habe ich. Mir wäre es lieber, wenn mein Kind sich mal eine nackte Frau ansieht, als dass er losgeht und Menschen zerhackt. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Uiuiui, der will mehr. Devil Man's mit.
Na? So. Nee, ehrlich, das ist doch wahr, oder? Warte mal, kriegen wir das hier? Das ist ja so grell. Ja, besser. So. Nee, das muss man nicht verstehen, oder? Nein. Ich will ja so wundern, dass wir den Feuerwehr anhalten. Den da. So. Ja, der zerrt schon wieder von der Lebensenergie. Mir gerade mal gerade egal. Der Strand selber hier erstmal hier. Aber wie viele Feuerwehrranen sind noch hier? Na? Mann! Wer wird denn hier? Gammel auf dem Strand. Der Buddel in der Hand. So, noch ein Boot. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Ja, wir könnten natürlich die ganze Insel versuchen zu umschwimmen. Das Problem ist aber, wir haben hier begrenzte Ausdauer. Das könnten wir vielleicht als Blutfliege verwandeln und dann das machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich will nicht. Ja. Aber ich glaube, die Blutfliege ist dann auch irgendwann mal alle. Schildi! Entschuldigung, Schildkrötenfleisch. Lecker. Das ist ein Stückchen vom Panzer. Alter, ihr habt es mal gesehen. Weil die Chinesen waren das, glaube ich. Da war das, glaube ich. Haben die solche kleinen Tütchen gehabt, Schlüsselanhänger. Voll mit Wasser. Und dort kleine, echte, lebendige Babyschildkröten drin. Furchtbar. Okay, da hätten wir den Strand erstmal gesäubert. Man stelle sich vor, wir wären hier ohne Belios Zorn hingekommen. Ohne unsere Vollheilung, unsere Saktanomen. Jo. Also wir haben damit eigentlich ganz gute Karten hier mit den Zaubern, die wir jetzt haben. Ich meine, mehr geht immer. Nach oben ist immer alles offen. Aber so weit, so gut eigentlich. Das ist, was ich jetzt mal mache. Erstmal die Blutfliege wieder tot. So. Dann pflege ich mir mal meinen. Warte mal. Wo ist mein Pfeil? Zombie erschaffen. Pfeil der Finsternis. So, warum sollen wir jetzt mal 30 Goldstücke, 30 Mana hier ausgeben? Für eine Sache, bei der der Pfeil der Finsternis auch gereicht hätte. So. Zum Beispiel bei den Scavengern hier. Wie viel braucht ein Scavenger von dem? Ich glaube 2. Da können wir tatsächlich doch fast schon den Dings nehmen. Knabbern die uns willst du nicht an hier. So. Ja, dort hinten geht's hoch, genau. So. Aber diese blöden Hasen, die mache ich damit weg. Aber die Blutfliegen gehen damit da, gehen mit einem Schuss. Jo.
Guck mal, wir haben sogar eine Feuerwurzel gleich wieder gefunden. Super. So. Ui, schwarzer Schnapper. Ich denke mal, so ein schwarzer Schnapper sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. So. Blutfliege, hier. Ja, die sind schnell. Die sind verdammt scheiße schnell, die Dinger. So. So, dann werfen wir die Warane dort weg. Oh, schwarzer Schnapper. So. Jetzt warten wir erstmal kurz. Die Warane lassen wir erstmal liegen. Da kann ich mir noch ein Stückchen umgucken hier. Wir warten erstmal, bis wir hier ja die Vollheilung machen können, oder? Aber die Blutfliege hole ich mir trotzdem erstmal. Ey, wer klaut mir doch mein Loot? So viel auf die Vollheilung nur erwarten. So viel dazu. So, genau, hier hinten geht's weiter, dort geht's hoch. Aber die Blutfliege da, alle beide. Jo. So, wo ging es jetzt hier hinten hin? Wir müssen warten, wir wirklich erstmal hier auf Dings warten. Wir könnten uns ja, ich glaube, das werde ich mal machen, dass wir uns mindestens mal kleine Mana-Tränke zusammenbrauen. Nur kleine. Damit wir, wenn wir im Ernstfall hier wirklich was haben, womit wir schnell hier das Mana wieder auffüllen können. Beziehungsweise damit dann halt auch unsere Lebensenergie. Jo. Dort geht der Felsen hoch, genau. So. Dann machen wir mal eine Vollheilung hier, komm. Jo. Jo. Was braucht sie jetzt so in Wolf? Braucht sie der ein oder zwei? Mit dem Pfeil. Wolf, der braucht glaube ich bis einen, oder? Nee. So, was ist hier hinten noch? In der Ecke. Scavenger. Das begreife ich auch nicht, dass ein Scavenger mehr braucht als ein Wolf. So. Oh, hier ist eine Höhle. Goblin-Höhle. Heilpflanze. Wir holen uns erstmal die Goblins hier drin. Was sind das alles für Goblins? Bei Goblins könnte man vielleicht ein bisschen Krempel finden. Der mir gefällt. Oh, Waldgoblin. Hm. Da sind noch mehr. Weißt du was, wir nehmen für die Waldgoblins, nehmen wir jetzt auch Belias Zorn. So. Okay, so viel dazu. So, mach mal Truhe auf. Mhm. Essenz der Heilung braucht keine Sau. Naja, können wir doch benutzen mal, wenn hier Mana gerade auftanken soll. Oh, weia, wir haben jetzt hier 16:30 Uhr. Brauch gar nicht auf die Uhr gucken. Ich würde mir dann langsam mal die schwarzen Schnapper dort holen wollen. Problem ist jetzt allerdings, es regnet wieder und es ist scheiße dunkel. Was ist denn nun schon wieder? Ja, du kriegst auch was. Guck mal hier. Warte mal. Wo ging es jetzt hier eigentlich hin? Also das Ding.
Das könnte mir neu sein von der Insel hier. Das könnte mir neu sein. Oh. Oder? Nee. Puddelfleisch. So. Bergkristall. Das ist auch schwarze Schnapper, ich höre die doch, oder? Nee, Waran. Ja, für den Waran reichen zwei heilige Pfeile, haben wir 10 Mana gespart. Und die beißen sich jetzt nicht so sehr fest, dass ich sagen würde, ich nehme jetzt Billy aus Zorn dafür. So. Ich glaube, hier müssten wir bald wieder beim Vor sein, oder? Hier oben müsste das Vor sein. Kann das? Nee, noch nicht ganz. Bei den schwarzen Schnappern unten geht's ja hoch auf diesen einen anderen Felsen da. Das Problem ist, die Paladine wollten auf die Jagd gehen. Die haben bei sich nichts mehr zum Jagen, wenn ich hier fertig bin. Halt! Jo. Geht's jetzt noch irgendwo hin? Nee, oder? Nö. So, da hätten wir es fast wieder geschafft für heute. So. Da oben. Nee. Wenn wir eine Karte hätten. Hä? Was ist das also die Bande? Ritter. Das ist die Bande, die zum Jagen los ist. Die ganze Zeit nichts gemacht. Und jetzt, wenn ich ankomme, so tun als ob. Krieg ich dich aber. Was? Hey, was brauchst du? So. Ui, guck mal hier. Können wir wieder Mana-Tränke brauen? Können wir unseren Mana wieder steigern? Auch nicht schlecht. So. Ich glaube, hier kommen wir dann zum Boko. Wir müssen ja links dann irgendwo hochgehen. Also die Insel so an sich ist eigentlich die gleiche. Es gibt ein paar kleine Unterschiede. So. Wir müssten hier, wo ist jetzt die Burg? Hä? Oder sind wir hier wieder hier bei den schwarzen Schnappern? Ja. Wie auch immer wir hier hingekommen sind, ich habe keine Ahnung. Ja, das Problem ist jetzt. Wir kommen so scheiße schnell hier angerannt. Ich könnte tatsächlich mal hier kommen. Ui, ich glaube, wir haben alle. Hat doch geklappt. So. Komm, lauf. So. Wie gesagt, schwarze Schnapper auch kein Problem mehr. Wir sollten bloß aufpassen, dass sie nicht an uns rankommen. Ui. Geiler Keiler, hopp. Wieso fügt er denn ständig die Dinger hier dazu ins Questlog? Wir kennen doch die Keiler schon. Wir haben doch schon mehrere hier von ihrem Dasein befreit. Oh, war ja. Was sind das jetzt für welche? Das Waage oder Wölfe? Speichern das Ding. Ach!
Feuernessel. Sag mal, habt das denn bald mal, Mann? Meine Scheiße hier. Wer wird denn hier so aufsässig sein, ne? Oder so aufdringlich wird er. Ja, genau. Da vorne läuft noch ein Goblin rum. Der hat noch nicht genug. Guck mal hier. Jo. Der will auf jeden Fall hier Speck kriegen. Ja. Ist doch was hier? Scheiße, ich glaube, die voll. Nein, das war der falsche. Egal. Aber wie viele Kröten habe ich eigentlich jetzt schon einstecken? Jo. Ich könnte noch mal gewinnbringend versucht zu investieren. So, jetzt will ich aber erstmal hier hoch. Ich will auf dem Felsen da oben Feierabend machen für heute. Ich sehe nichts. So. Na? Jo, Schnapper auch kein Problem. Ich bin gespannt, wie sich der Zauber gegen Drachenschnapper macht. Sollten ja eigentlich auch schneller jetzt sein. So, für die reicht das Ding. So. Jetzt haben wir noch mehr Blutfliegen um die Ecke. Nö. So. Ne, wie gesagt, ich will da oben Feierabend machen. Wir haben jetzt schon 32. Bilde mir ein, irgendjemand hatte mir das bei Xeris Rückkehr damals im Stream auch geschrieben, dass hier das Vor auch bei Rückkehr existiert oder irgend sowas hatte ich, glaube ich, bilde ich mir gerade ein, sowas gelesen zu haben. So, Scavenger, komm her. Geht schneller. Oder ist das hier wieder die Burg, der Weg zur Burg? Alter, wieso ist Scavenger hier reinhaut? Das ist ja... Mann! Das ist ja Schattenläufer ungefährlicher. Oh, wir brauchen gleich erstmal eine Vollheilung. Oder? Wie viel Power haben wir noch? Also, die Scavenger hier hochgedrückt haben, das ist ja sagenhaft. So. So, hier war der Felsen und hier auf dem Felsen stand ja der eine Typ da, mit dem wir reden mussten, wo wir tatsächlich auch einen Bug hatten. Wenn man sich an was erinnert bei Gothic, dann sind es Bugs. Ja. Ich habe gerade keinen hier, meinen Scanner nicht. Ja. Warg. Ich habe gesagt, ich will auf dem Felsen Feierabend machen, jetzt renne ich weiter. Ich mache jetzt auch Feierabend. Ich denke mal, die Waage sollten auch nicht unbedingt ein Problem sein. Wir können auch eine Vollheilung hier machen. Wir stellen uns hier vorne hin. Dann machen wir hier vorne Feierabend. Wir können aber erstmal den Krempel hier einsammeln. Jetzt haben wir hier Feuerkraut. So. Gut, da hätten wir es wieder mal geschafft für eine Folge. So. Haben ganz gut rasiert. Der Strand ist sauber. Hier oben ist relativ sauber. So. Drücken mal kurz eine Vollheilung hier rein. Oh. Damit sehen wir hier in den Sonnenuntergang ohne Sonne und machen Schicht im Schacht. So, damit hoffe ich natürlich, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und besucht mich gerne auch mal auf Twitch.tv. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Abend, guten Morgen und gute Nacht.